Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben. Wir sind wieder da. Und hier ist, genau, eben irgendwo auch der Typ langgegangen, den wir anquatschen sollten. Und ich würde sagen, wir fangen da auch direkt einfach mal mit an. Ja, ich will mit dir reden. Uga, halt, du, nicht an mir vorbeilaufen hier. So. Gibt es Akademie-Angelegenheiten, bei denen ich helfen kann? Ihr nehmt eure Arbeit sehr ernst. Was habt ihr zu verkaufen? Sind da irgendwelche speziellen Bücher, nach denen ihr sucht? Ich suche eine Schriftrolle der Alten. Ja, ich suche eine Schriftrolle der Alten. Und was wollt ihr damit tun? Wisst ihr überhaupt, wonach ihr fragt? Oder seid ihr einfach der Gehilfe für irgendjemanden? Nein. Erzählt mir mehr über die Schriftrolle der Alten. Natürlich tue ich das. Habt ihr nun eine? Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Was ist mit dem Drachenblut? Habt ihr wenigstens Informationen über sie? Ich muss eine finden und ich habe gehört, dass ihr mir helfen könnt. Was ist mit dem Drachenblut? Was? Moment. Wer seid ihr? Wart ihr es, den die Graubärte riefen? Ja. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Na, immerhin ist er schon kooperativer. Gibt es Akademieangelegenheiten, bei denen ich helfen kann? Ihr nehmt eure Arbeit sehr ernst, das haben wir schon, hatten wir schon. Okay, nehme ich. Und gibt es noch Akademieangelegenheiten, bei denen ich helfen kann? Wir wollten ja sowieso hier an der Akademie was machen. Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. Ja, sag an. An gefährlichen Dingen bin ich nicht interessiert. Nein, lieber nicht. Ich bin aber bereit für ein paar Abenteuer. Ja, doch schon. Also gut, hier. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um, aber seid vorsichtig. Okay, das haben wir soweit. Ich habe immer noch das Zeichen über ihm. First Lessons, ja, da wollen wir weiter. Haus des Schreckens, nein. Ba-ba-ba-ba. Lerne die Location. Ja, das müssen wir noch. Marsch der Toten. Moment, reine Glückssache. Diebesgilde, das wollen wir nicht. So, verbotene Legende. Die Gauldur-Legende. Das gucken wir uns auch noch mit an. Dawnguard, das können wir auch noch machen. Nein, ich will keinen töten. Das Woman müssen wir noch finden. Und was haben wir hier noch? Finde ein Exemplar. Draugur. Das müssen wir auch noch machen. Bringen den Foliant zurück. Besucht das Museum. Die Proben müssen wir auch noch verteilen. Ja. Finde das Red Eagle Schwert. Müssen wir auch noch machen. Und wir müssen irgendwann auch mal die ganzen Bärenpelze sammeln. Oh Mann. Ja, okay, wir haben noch einiges vor uns. Wir haben noch einiges vor uns. Und hier ist einiges schon mal direkt vor unseren Füßen. Und zwar müssen wir hier noch mit noch jemandem sprechen. Da, das machen wir noch. Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Ich wurde beauftragt, euch aufzusuchen. Ja, danke. Ein weiterer Neuzugang. Ja. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Tja. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen. Aber vielleicht sagt sie euch mehr zu als das, was ihr da tragt.
Ich führe euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Ja, es geht wieder in die Schule. Nee. Ja, doch, ich würde mich gern umsehen. Entschuldigung, aber dazu bin ich noch nicht bereit. Nee, ich würde mich gern umsehen. Sehr schön. Bitte folgt mir und bleibt nicht zurück. Okay. Die Akademie von Winterfeste ist schon seit tausenden von Jahren eine feste Institution im Himmelsrand. Okay. Dieses herausragende Bauwerk ist die Halle der Elemente. Vorlesungen, Übungen und allgemeine Versammlungen finden vor allem hier statt. Das Arkaneum liegt über der Halle und darüber befinden sich die Räumlichkeiten des Erzmagiers. Technisch gesehen leitet der Erzmagier die Akademie. Doch seine Verpflichtungen nehmen ihn häufig anderweitig in Anspruch. Darum kümmere ich mich um das Tagesgeschäft. Wenn ihr mir jetzt bitte folgen wollt, zeige ich euch den Wohnbereich. Okay. Leider mussten wir aufgrund einiger Probleme mit den Nord strengere Zugangskriterien einführen. Wir rechnen eigentlich nicht mit Gewaltausbrüchen, aber es schadet nicht, vorbereitet zu sein. Ah ja. Okay, hier ist ja einiges los. Dann wollen wir mal mit der Guten mitgehen. Das geht natürlich sehr langsam, aber die gehen hier ja immer nur spazieren. Die rennen ja nicht. Na gut. Ja. Aber finde ich schon mal nicht schlecht. Wir wollten ja unbedingt hier ein bisschen an die Akademie und sie will uns jetzt die Wohnbereiche zeigen. Und dann werden wir ein Student. Dödüm. Müssen wir wieder die Schulbank drücken. Das war aber nicht Sinn der Sache, oder? Ja doch, wir wollen ja was lernen. Da. Unsere neuesten Mitglieder werden hier in der Halle der Bekräftigung untergebracht. Das ist ja nett. Bitte senkt eure Stimme, solange ihr dort drin seid, denn es kann immer vorkommen, dass jemand gerade an einer Forschung oder einem empfindlichen Experiment arbeitet. Senkt eure Stimme, wenn die wüsste, wie recht sie hat. Wenn ich meine Stimme mal richtig erhebe, dann beben die Wände. Okay. Also, wollen wir mal schauen, wo es hier weitergeht. Oh, jetzt rennt die weg. Jetzt zeige ich euch eure Unterbringung. Ihr teilt euch die Räumlichkeiten mit euren Mitlehrlingen, die ihr schon bald kennenlernen werdet. Okay. Alter, was ist das hier? Halt! Das sind euer Bett und euer Tisch. Bitte nehmt Rücksicht auf die anderen. Gehen wir jetzt zurück zur Halle der Elemente. Dort finden sich die meisten Mitglieder zu Vorlesungen und Studiengruppen zusammen. Okay. Oh, das darf ich nehmen! Frei nach dem Motto, mein Zimmer, meine Zutaten? Oder wie sieht das aus? Lesen. Jawohl. Oh, raffinierte Rüstung. Ja gut. Das nehmen wir mit. Was haben wir hier? Das nehmen wir auch mit. So, was haben wir hier? Das darf ich nehmen. Das ist ja sehr freundlich. In dem Fässchen haben wir nur ein bisschen Mehl. Was ist hier drin? Auch Mehl. Ektoplasma. Das ist ja voll nett, dass man das hier, dass man hier sich frei bedienen kann. Und das ohne irgendwelche, ne, bösen Hintergedanken. Seelenstein nehmen wir auch. Die sind voll wertvoll, das nehmen wir gleich mit. Was haben wir hier noch? Noch ein Schrank. Das ist ja toll. Das dürfen wir hier alles mitnehmen. wo ist denn die Gute jetzt hingerannt? Ja, da wäre stehlen, weil das ist nicht mein Zimmer. Gucke, das ist echt cool. Nee, stehlen wollen wir nicht. Boah, ist das finster. Moment mal, ich brauche mal mein Fäckelchen. Fäckelchen, da. So, da ist Treppenhaus. Hier wäre auch stehlen. Hier wäre auch stehlen. Oh. Moment. Hier darf ich mich bedienen. Nee. Achso, das ist eh leer. Ja, da darf ich mich bedienen. Nehmen wir. So, nee, Met will ich gerade nicht. Nö, der ist auch leer. Nein. Nein. Nö. Na gut. Was haben wir hier? Hier dürfen wir uns auch bedienen. Da ist nur Kohl drin.
Mann, das pfeift hier aber ganz schön durch. Hier wäre auch stehlen. Ja, bin ich ruhig. Ich bin, glaube ich, rum. Ja, komm, dann gehen wir mal hoch. Vielleicht ist hier oben noch was. Wolltet ihr mir noch irgendwas zeigen? Ich habe leider nicht aufgepasst, wo sie hingelaufen ist. Grüß Gott. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige Dinge, die nicht erlaubt sind. Ja, glaube ich gern. Okay, nein, hier können wir auch nur klauen. Oh, das ist öffentliches Gelände, so wie es aussieht. Hier dürfen wir uns bedienen. Apfelkuchen nehmen wir mal mit. Und Arniel, egal, wie geht es mit eurem kleinen Projekt voran? Hier ist auch klauen. Fortschritte? Ach, das, ja. Es, hier pennt wer. Es ist ziemlich vielversprechend, glaube ich. Ganz sicher auf dem richtigen Weg. Die Resultate sollten schon bald hier sein. Ah, und was sagtet ihr doch gleich, was okay. Der Zweck dieser Kleinunternehmung sein sollte? Nee, da geht's nach Himmelsrand. Wir müssen wieder runter. Ist das nicht genug? Nicht jetzt. Ganz und gar nicht. Ich habe immer noch zu viel zu tun. So. Dann sollen wir hier wieder raus und... Anfangs werdet ihr Unterricht bei Tolf, die er haben. Ah, hier ist er. Unserer angesehensten Zauber. Wir gehen in die Schule. Irgendwie cool, irgendwie aber auch nervig, ne? Ah, jetzt will ich mal wissen, wo die mit mir noch überall hin will. Es zieht sich ja ganz schön, wenn die so spazieren geht. Der ist vermutlich schon dabei, die neuen Studenten zu begrüßen. Geht nur hinein und bei Schwierigkeiten wendet euch an eines unserer leitenden Mitglieder. Okay. Machen wir. Dann hinein in die gute Stube. Der andere ist auch irgendwo drinne. So, dann wollen wir doch mal. Hallo. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Nee. Schlüssel erforderlich. Arcanium, Tor, was? Missing was? Keep an eye out. Irgendwas ist verloren gegangen. Ein Auge auf eine vorherige Gruppe. Sind noch keine Informationen vorhanden. Okay. Ja, gut. Apprentices oder irgendwas. Ich habe leider gerade überhaupt keine Ahnung, was da vermisst wird. Das Wort kenne ich leider nicht. Tut mir leid. Boah, ist wieder finster, ist es hier wieder. Okay. Stehlen wollen wir hier nicht. Aber wir können hier einige Bücher lesen. Müssen wir nur liegen lassen. Die dürfen wir nicht mopsen. Ich gucke wenigstens mal durch. Vielleicht ist hier irgendwo eins bei, wo wir auch tatsächlich mal wieder irgendwelche Erfahrungen sammeln können. Ne, das sind alles so billige, das sind alles keine Zauberbücher, würde ich sagen. Wissenswertes, aber nicht wirklich aufwendig. Ja, gut. Was haben wir hier noch? Nö. Oh, unter dem Totenschädel sind auch noch Bücher. Nein, 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 nein. Das ist alles nichts. Okay, hier müssen wir wieder raus. Irgendwie müssen wir aber noch quatschen. Okay, da müssen wir hin und... Warte mal, hier ist noch irgendwer.
Da! Sei gegrüßt. Willkommen. Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu. Ja, machen wir das. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Tja. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können? Weil es wahrscheinlich irrelevant ist. Gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Boah, ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich denke, wir sollten was Praktisches lernen. Sicherheit ist das Allerwichtigste. Sicherheit ist das Allerwichtigste. Nun, eure Klassenkameraden scheinen da aber ganz anderer Meinung zu sein. Oh, hört nicht auf ihn. Wir können es schaffen. Gebt uns einfach nur eine Chance. Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Ja, natürlich Seid nicht. Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Bestimmt. Ich kenne keine Schutzzauber. Schon gut. Ich kann euch einen sehr einfachen Schutzzauber beibringen, der für diese Unterrichtsstunde ausreicht. Okay. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Dort hinüber, bitte. Direkt so, mir gegenüber. So, hier und, okay, Moment. Bevor der jetzt irgendwas macht. Zerstören, wiederherstellen, Veränderung, Moment. Beschwörung, ist das hier? Nö. Wiederherstellung, leichter Schutz. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Ihr müsst euren Schutzzauber aufrecht halten, sonst wird es nicht funktionieren. Ja, schon klar. Ich möchte euch nicht wehtun. Dort hinüber, bitte. Ja, ich bin nur hier. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Ja, los, komm, fang an. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Haltet still. Sehr gut gemacht. Nun, ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber üben, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Ja, okay. Also da geht auf jeden Fall richtig was bei durch. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Saartal, hier in der Nähe, begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden. Schauen, was uns darin erwartet. Okay. Das ist alles für den Moment. Danke. Ja, gut. Okay. Die erste Schulstunde. Begonnen. Unter Saartal. Achso, Moment. Ja. Unter Saartal, das ist, da. Muss ich mit aktivieren. Ich denke über viele wichtige Dinge. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen. Tschupp. Tschihui. Seid ihr wirklich sicher, dass wir uns unterhalten müssen? Nein, geh weg. Ich will nicht mit dir reden. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mich. So, wenn ihr Talent und hier kann ich dann noch was rauskriegen über die Dingens bestimmt. Wir wollen ja noch was über die Schriftrolle der Alten lernen. Wenn wir schon mal hier sind. Hallo? Ja?
Okay, Entschuldigung, er hat gepennt. Ihr nehmt eure Arbeit sehr ernst? Natürlich. Wäre dem nicht so, wären diese Bücher noch vor der dritten Ära verbrannt worden oder im Nichts verschwunden. Ja, glaube ich. Magier müssen immer wieder daran erinnert werden, sorgfältig mit dem Forschungsmaterial umzugehen. Tja, so ist das. Sind da irgendwelche speziellen Bücher, wo ihr nachsucht? Ja, gibt es tatsächlich. Sagt euch der Name Charidor etwas? Nö. Ein unglaublich mächtiger Zauberer aus der ersten Ära. Sein Wissen über die Magie haben bisher nur wenige erreicht. Er zog sich nach Labyrinthion zurück und widmete seine gesamte Zeit der Forschung und den Studien. Es ist mehr, als ihr es für möglich halten würdet. Seitdem wurden seine Schriften über ganz Himmelsrand zerstreut. Sie sind jedoch nutzlos, wenn man sie nicht übersetzen kann. Ich bin einer der wenigen, die diese Fähigkeit besitzen. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Ja, das ist ja schon mal super. Okay, ja. Kämpft, Wacker. Ich muss immer noch mit ihm reden. Ich suche immer noch eine Schriftrolle. Und was wollt ihr damit tun? Wisst ihr überhaupt, wonach ihr fragt? Oder seid ihr einfach der Gehilfe für irgendjemanden? Hä, das hatte ich doch schon. Na gut, also erzähl mir über die Schriftrollen der Alten. Ich wusste es. Alle kommen hierher und erwarten, dass ich ihnen helfe. Ja. Und dann stellen sie noch nicht einmal die richtigen Fragen. Schriftrollen der Alten sind Instrumente des enormen Wissens und besitzen ungeheure Macht. Ja, weiß ich. Um eine Schriftrolle der Alten zu lesen, braucht man einen hochgradig ausgebildeten Verstand oder riskiert, dem Wahnsinn zu verfallen. Ja, ist mir selbst klar. Selbst dann nehmen die Göttlichen dem Lesenden als Preis sein Augenlicht. Wer hat die Schriftrollen der Alten geschrieben? Es würde allein schon einen Monat dauern, euch zu erklären, warum schon diese Frage nicht den geringsten Sinn ergibt. Die Schriftrollen existieren hier bei uns, aber auch darüber hinaus und darunter. Vorher und nachher. Sie sind Substanz gewordene Teile der Göttlichen, durch die wir sie erkennen können. Verzeiht, wer von den Schriftrollen spricht, verirrt sich oft in lästigen und nebulösen Metaphern. Manche, die sie hingebungsvoll studieren, verlieren darüber den Verstand. Ja, na gut, so viel dazu. Als Preis für was? Die einfachste Antwort wäre wohl Wissen. Wobei einfach ein Wort ist, das nun wirklich nicht zu einer Schriftrolle der Alten passt. Sie ist eine Reflexion aller möglichen Zukünfte und Vergangenheiten. Ach du Schande. Jeder Lesende sieht die verschiedenen Reflexionen aus einem anderen Blickwinkel und erhält dadurch oft eine ganz eigene Interpretation. Dennoch ist alles davon wahr. Selbst die Unwahrheiten. Ganz besonders die Unwahrheiten. Okay, ich verliere jetzt schon meinen Verstand. Also gut, habt ihr denn eine, die mir nutzen könnte? Ah. Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe? Das hatten wir doch wenn schon. Ich, denn ich eine bin hätte. Das Dragonborn. Die würde unter strengsten Drachen. Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden. Ja, von Tamriel, das hatten wir schon. Den ich anrühren könnte. Was ist mit dem Drachenblut? Moment. Ja, ich bin das. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Ja, dann gib mir das doch. Er hat gesagt, er bringt mir das. Ich habe ein paar Dinge herumliegen, bei denen es sich nicht lohnte, sie in die Sammlung aufzunehmen. Ihr könnt sie durchsehen. Er hat noch irgendwelche fehlenden Bücher. Ja gut, ist egal. Aber... Bis zum nächsten Mal. Du hast doch gesagt, du bringst mir das Zeug. Hallo? Leute, muss ich das jetzt verstehen? Er hat mir gesagt, du bist das Drachenblut, ich bring dir die Sachen. Ja. Dann bring mir die Sachen. Und Hallo? Was wollt ihr damit tun? Ja. Wisst ihr überhaupt, wonach ihr fragt? Oder seid... Schriftrollen... Um eine Schrift...
Selbst dann, oh, Leute, neben die Göttlichen dem Lesen als Preis sein Augenlid. Ja. Ihr glaubt wirklich, die würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden? Habt ihr Informationen? Natürlich. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich. Und was wollt ihr damit auch tun? Schon. Natürlich. Ihr glaubt wirklich, die würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden? Ich muss eine finden und habe gehört, dass ich mir helfen könnt. Ich weiß ja nicht, wer euch das gesagt hat. Aber ich werde tun, was ich kann. Wir haben auf alle Fälle Unmengen an Büchern. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich... Okay, der hat mir jetzt 5-mal gesagt, dass er mir alles bringen wird, was er haben. Gekriegt habe ich noch nichts. Können wir... Moment, Bett fremd? Nee, das ist Käse. Wieso denn Bett fremd? War das hier meins? Hallo? Ich durfte doch hier... Habe ich was verpasst? Die hatte mir doch... irgendein Quartier zugewiesen hier. Nee, aber die sind das nicht. Das ist richtig. Moment. Ich bin irgendwo falsch. Durfte ich jetzt hier irgendwo hin? Nee, ist auch fremd. Labor. Apropos Labor, Moment. Das darf ich benutzen, dann darf ich... Ja! Das ist ein öffentliches Labor, da darf ich auch Zutaten nehmen. Zum Üben, natürlich. Das finde ich super. So, das nehmen wir schon mal. Und hier bedienen wir uns auch. Wartet mal. Das ist gerade so ein bisschen duster. So sehen wir mehr. Oh ja. Nehmen. Nimm. Alles meins. Nom. Zack. Sehr schön. So. Wir haben hier alles geplündert. Aber das darf ich nehmen. Das ist wahrscheinlich Sachen zu Übungszwecken. Okay. So, hier hatten wir uns doch irgendwie einen Kuchen oder so genommen, ne? Vitrine öffnen. Oh, die darf ich auch nehmen. Das ist ja toll. Okay, alles, was hier rumliegt, stehle ich nicht. Das nehme ich einfach. Das finde ich kracher. Super Sache, das. Das sind ja auch im Zweifel nur die Lehrmittel. Das ist auch bald fremd. Ja. Also ich würde mal sagen, irgendwie... Ich bin im falschen Flügel, glaube ich. Moment. Ich glaube, ich bin im falschen Flügel, auf der falschen Seite, oder was? Ich muss mal auf die andere Seite. Da kann ich dann eventuell... Hier kann ich gar nicht. Hier. So. Ich wette, auf dieser Seite waren die Schlafplätze, ja, wo ich dann rein durfte. So. Genau. Ja, hier ist wer, da ist das. Das ist auch fremd. Ba. Schlafenbett. Ha, hier. Hier darf ich pennen. So, 8 Uhr morgens, ja toll, jetzt sind wir schon zu viel Zeit rumgerannt. Aber ein bisschen wollen wir mal pennen. So. So. Ah, so. Ausgeschlafen. Und jetzt machen wir uns weiter auf den Weg. Aber unsere Sendezeit ist schon wieder um. Meine Güte. Dafür, dass wir ganz gelangweilt hier in der Schule sind und studieren. So mehr oder weniger. Dafür ging die Zeit doch schnell rum. Okay, also ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und wir sehen uns hier an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.